Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute bin ich etwas im Stress. Meine Freundin wartet nämlich schon im Nebenstall auf uns, denn ich werde heute mit meiner Freundin ausreiten gehen. Bin gerade erstmal schon gesprintet. Das Problem war nämlich, als ich losgefahren bin, ist mir aufgefallen, dass meine Speicherkarte einfach nicht da war. Also muss ich nochmal ins Büro fahren und die holen. Und jetzt bin ich richtig im Stress. Aber gut, das kriegen wir hin. Ich mache ihn einfach ganz schnell fertig. Und dann reite ich zu meiner Freundin. Heute ist es auch einfach extrem heiß. Es liegt natürlich jetzt auch daran, dass ich hier schon die ganze Zeit lang gesprintet bin zur Weide. Unsere Weide ist nämlich auch 15 Minuten noch entfernt. Also manchmal ist es wirklich ganz praktisch. Die Pferde sind nämlich immer warm, wenn die dann auf die Weide gelassen werden und dann losbocken oder so. Aber für solche Momente, wo man wirklich im Zeitdruck ist, ist es echt immer ein bisschen doof, dass die Weide so weit weg ist. Jetzt hole ich mir erstmal meinen Helm und meine Stiefel vom Dachboden. Dann putze ich Gollum echt nur ganz schnell einmal über. Dann muss ich auch direkt losreiten. Oh, ist das ein Stress heute schon wieder. Und dann bei diesen Temperaturen. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Einfach schon nass geschwitzt sein, bevor das Reiten überhaupt anfängt. Super. Let's go. Ich glaub's gar nicht, dass ich so schnell jetzt fertig gemacht habe. Jetzt gehen wir schnell los. Und ja, ich sitze und reite jetzt los. Oh, ich habe so ein braves Pferd, ne? Kennt ihr auch solche Tage, wo ihr so im Stress seid? Oder bin ich hier die Einzige? Ich hoffe mal nicht, dass ich die Einzige bin. Hier ist die Stelle, wo wir uns treffen wollten, aber keine Lisa da. Wow, jetzt haben wir uns so beeilt und sie ist nicht da. Das Problem ist, Lisa kann mich jetzt gar nicht anrufen, weil ich mein Handy nicht dabei habe. Deshalb reiten wir ihr jetzt einfach mal ein Stück entgegen. Sie müsste ja hier irgendwo beim Stall sein. Wir hatten gerade noch telefoniert. Ach, sie hat da gewartet, glaube ich, an der Ecke, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht haben wir uns auch einfach falsch verabredet. Zum falschen Ort verabredet, das kann natürlich auch sein. Aber sie steht da auf jeden Fall. Ich habe da die ganze Zeit gewartet oder so. Warum kommt sie nicht? Ich hatte angerufen, ich konnte nicht weiter. Ach, scheiße. Ich kann nicht absteigen, weil ich nicht raufkomme ohne Sattel. Oh mein Gott. Ja, Lisa hat leider keinen Sattel. Hallo. Na, die Oldies hier, die alten Freunde. Ja, die alten Freunde. Ja, Gollum und Bert kennen sich einfach schon länger als wir beide. Nee. Ja, doch, doch. Ja? Oder? Doch. Also als wir beide die Pferde auf jeden Fall haben. Die standen nämlich früher in einem Stall zusammen. Okay, let's go. Wollen wir da einfach lang? Da hinten ist schon das erste gruselige Hindernis. Unsere beiden Pferde so. Nein, kein Bock mehr. Okay, Gollum geht vor. Nein. Oh mein Gott, da ist so ein riesen Truthahn. Oder ist das ein Fasan? Okay, brav Gollum, du bist so mutig. Warum sind Pferde immer so? Wow, aber er traut sich, er traut sich. Und Bert so, ja. Es ist einfach so krass staubig hier, es geht gar nicht. Wirklich so eine richtige Staubwolke lassen wir hinter uns. Es muss echt mal regnen, haben wir gerade schon gesagt. Auch für die Weiden und so wäre es echt besser, wenn es einfach mal regnen würde. Aber so seit 2 Wochen regnet es einfach gar nicht mehr. Ja. Ja, aber wir werden jetzt gleich mal auf die andere Seite gehen des Feldes und da dann nochmal galoppieren, weil da ist der Boden nicht so mega sandig. Und dann hoffen wir, dass es da nicht so stauben wird, weil die Person, die hinten reitet, wahrscheinlich bin ich das, damit ich besser filmen kann, die wird sonst komplett eingestaubt. Schön. So, wir sind jetzt in der Prärie angekommen. Oh mein Gott, das ist echt ein Stoppelfeld. Eigentlich ist das eine Wiese. Und es sieht wirklich aus wie ein Stoppelfeld. Also die ist halt gemäht und jetzt sieht sie ja einfach so aus. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt mal antraben werden. Wir sind irgendwie heute so langsam. Könnte an Lisas Sattellager liegen. Ja, ich glaube auch. Hinter uns sollte vielleicht keiner lang reiten. Jetzt galoppieren wir nochmal. Lisa kann nicht so schnell mit diesem Pad. Es ist einfach so schön. Der Weg geht echt fit. Ja. Sehr gut. Oh mein Gott. Was war das denn? Ach, dieses komische Ding kommt wieder. Ich kann nicht mehr. Alter, Vollbremsung. Das ist auch richtig schlimm. Naja, also ich muss sagen, es war ein sehr schöner Ausritt. Wir sind leider schon wieder ein bisschen im Zeitstress, weil ich jetzt gleich noch mit den Ponys an See fahren möchte. Und da waren noch andere Freundinnen auf mich. Deshalb konnten wir heute nicht so viel machen, aber es ist eh mega warm und dann haben die Pferde eh nicht so viel Motivation. Tschüss, Lisa. Tschüssi. Es war schön mit dir. Ich fand's auch sehr schön. Wir haben ja echt mega wenig nur gemacht, aber dafür hat Gollum echt hier schon geschwitzt. Einfach, weil es einfach viel zu warm ist und deshalb ist das Allerbeste, was man jetzt machen kann bei diesen Temperaturen, an den See zu fahren mit Ponys. Hola. Hallo, Valentino. Lori schläft da hinten richtig süß und Candy am Snacken. Ja. Kannst du die zwei unterscheiden?
schwierig. Ein Schweif vielleicht. Ja, auch weil der so kurz ist, ne? Aber auch noch ein Stück größer als sie. Ja, Valentino, let's go. Antonia, was hast du denn dabei? Die Flasche vom Pferdekill. Die Pferdekill-Flasche, wie cool. Ich habe mich jetzt noch gerade eben umgezogen. Der Anhänger ist auch dran. Und ein neuer Gast ist in diesem Video. Michelle. Oh Gott. Wir verladen jetzt die Pounds. Wir werden immer doppelseitig angebunden. Valentino hat keine Lust. Yes. Was ist das schon wieder? Irgendwie hat sich hier ein Pony gedreht. Michelle ist noch nicht Chatty approved. Das muss so. Ja, genau. Zum Glück ist Paul so klein und wendig. Valentino steht natürlich schon, ne? Future Star. Der Future... Leute, das ist ein Zungenbrecher. Der Future Star ist jetzt auch endlich angebunden. Unglaublich. Ja. Und jetzt kann es endlich losgehen mit euch. Ich denke, ihr seht uns jetzt von der GoPro aus. Die nehmen wir nämlich mit ins Wasser. Und jetzt schauen wir mal nach den Pounds. Wir sind nämlich jetzt angekommen. Das Praktische an dieser GoPro ist, dass hier so ein gelbes Teil dran ist. Falls uns die im Wasser sogar runterfällt, dann schwimmt die immer noch oben. Na, ihr Kleinen? Wir haben es geschafft. Wir sind schon da. Wir sind wirklich so 5 Minuten gefahren. Wenigstens einer, der das richtig kann. Los geht's. Ich glaube, die Ponys sind sehr glücklich, dass es jetzt an See geht, weil sie es natürlich auch schon wissen. Ja, genau. Und jetzt sind wir hier am Wasser angekommen. Wie nice. Direkt rein ins kühle Nass. Direkt rein. Oh. Oh, wie süß. Er trinkt halt dabei. Enjoying the water. Aber es geht. Leute, ich bin einfach mit Kleid hier drin, ganz normal. Ja, gut. Oh mein Gott, kannst du schwimmen, Valentino? Leute, what is this? Wie süß ist er mit? Ich habe ein bisschen Angst, dass er nicht schwimmen kann. Doch, du kannst schwimmen. Oh mein Gott. Leute, er schwimmt nicht. Er geht gleich unter. Oh mein Gott. Wie kann er denn hier nicht schwimmen? Doch. Gut, weiter. Du musst schwimmen. Du machst gar nichts irgendwie. Er will sich hinlegen, oder? Es ist einfach richtig schön mit den Pounds. Wir haben echt das Gefühl, die haben richtig Spaß. Ich fühle mich ein bisschen ekelig, weil mein ganzes Kleid einfach nass ist. Ich bin einfach mal so mit Kleid direkt rein. Wofür Bikini anziehen? Das braucht man auch gar nicht. Ja, richtig cool. Du musst richtig ganz rein. Oh mein Gott, Leute, fast wäre diese Kamera hier runtergestürzt. Das reicht dann jetzt aber auch für die Ponys. Die waren echt super, super brav. Hat richtig Spaß gemacht, mit denen schwimmen zu gehen. Aber wir wollen die natürlich auch nicht überstrapazieren. Das ist ja super anstrengend für die Ponys zu schwimmen. Und deshalb gehen wir jetzt zurück nach Hause. Aber es war richtig cool. Ein richtig toller Ausflug. Niemand, wirklich schon wieder keiner. Unsere Ponys. Paul, niemand wälzt sich doch in einem Steinboden. Also so schlimm kann es anscheinend nicht sein. Die Ponys haben wir jetzt wieder verladen und jetzt geht's ab nach Hause für euch. Die haben das so gut gemacht. Ich bin richtig stolz, eine richtig stolze Mutter. Ja, Valentino macht sein Seepferdchen jetzt auch bald, deshalb müssen wir auch fleißig üben. Ne? Ja, ich fahr jetzt los. Wir waschen jetzt nochmal eben die Ponys. Hier gibt's auch richtig mit Shampoo eine Wäsche. Auch Valentino bekommt natürlich nochmal ein bisschen Shampoo. Aber natürlich nicht so oft Pferde einschamponieren, das ist dann natürlich auch nicht so gut. Also mit dem ganzen Körper, weil die haben ja so eine Ölschicht drauf. Aber heute ist es in Ordnung. Einmal im Jahr ist es in Ordnung. Dann glänzt er wieder und gleich auf dem Paddock legt er sich als erstes direkt hin. Frisch gewaschen bringen wir Valentino jetzt zurück zu seinem Paddock. Ich glaube, er freut sich schon richtig, seine Mädels wiederzusehen. Viel Spaß dir. Na, hab ich süß. Oh, wie süß sind die zwei einfach. Tom, was machst du jetzt? Ich baue mein Fußballtor wieder auf.
Und jetzt willst du im Garten wieder Fußball spielen, oder was? Ja. Wo soll ich denn die Ponys dann hinstellen? Hä? Das sind meine Fußbälle. Valentino, genau. Nee, Valentino ist der Torwart. Wie gemein. Der steht dann im Tor und ich schieß drauf. Ha, ha, ha. Valentino ist, glaube ich, der Super-Torwart. Es ist mittlerweile schon 19 Uhr und wir sind jetzt bei den Eltern von Tom zum Spargelessen eingeladen. Genau. Valentino, du siehst auch schon wieder wild aus hier mit deinen Extensions. Die haben den ganzen Ball auseinandergenommen. Die haben wirklich schon den Ball echt hier auseinandergerupft. Und es hat jemand hier reingeäffelt. Das heißt, die trauen sich jetzt hier reinzugehen. Das muss das kleinste Pferdchen gewesen sein. Ja, das steht hier schon so verdächtig. Ich glaube, weil hier oben dieser Stromkasten ist und immer dieses Klickgeräusch macht, haben die Pferde davor Angst. Ja. Die trauen sich nicht, hier reinzugehen. Und jetzt, wie heißt der Kleine? Lori. Lori. Es kommt einfach noch ein Netz drüber. Sorry, Jungs, aber weiter. Oh, wie süß. Der ist halt so klein. Aber nicht, dass die hier so hängen bleiben drin. Das ist dann irgendwie stimmt, auch nicht so gut. Stimmt, das ist echt nicht gut. Wenn, muss das halt auf Spannung. Ja, aber selbst dann können die ja hängen bleiben. Ich glaube, wir lassen es weg. Tom ist übrigens ein bisschen angeschlagen, deshalb ist seine Stimme so. Ich habe ihn übrigens nicht geschlagen. Ja gut, dann lassen wir es lieber runter, bevor sie jetzt hier. Wir lassen es lieber weg. Hängen bleibt oder so. Dann musst du das einfach einmal am Tag hier zusammenhaken. Wow. Doch, kein Na Fußball. Toll. Schade. Das sieht echt schlimmer aus als bei uns zu Hause. Ich stopfe jetzt noch den Heusack und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Dann weiß ich nämlich, dass euch die Vlogs Hallo Tom! Ja, Valentino, was macht ihr hier? Stell dir die Kiste hier hin, dann kannst du damit spielen. Ihr denkt, das ist Gras. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann filmt mich Tom auch endlich, wenn ich neben Valentino stehe. Es war so cool, mit den Ponys schwimmen zu gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Wie lecker sieht das bitte aus? Ich liebe einfach Spargel. Und dieser Blick auf die Ponys ist einfach wohl das Allerschönste.